Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich mal wieder meine magischen Blumen machen. Die habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich möchte mir da 5 Blütenblätter quasi nachher formen. Jetzt tropfe ich mal hier 5 Tropfen Resin-Ink immer rein. Ich habe jetzt wieder die Resin-Inks von der Stefanie Etta. Meine Flaschen sehen schon heiß aus. Das ist das Campari. Dann habe ich das Sangria. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wohl der schönste Rotton, den es gibt. Der gefällt mir mega gut. Dann nehme ich so einen Pinkton, Grey Purple. Pink, ja, Pink ist nicht ganz. Ich kann die Farbe gar nicht richtig beschreiben. So, auch 5 Tropfen. Es ist gar nicht so einfach, da irgendwie 5 gleichmäßige Tropfen hinzubekommen. Ich habe mir jetzt einfach 5 ausgesucht. Und dann lila Ton, das Elderberry. So, auch mal 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das arbeitet schon schön. Kann ich schon direkt loslegen. Ich habe mir hier schon mein Weiß vorbereitet im Spritzbeutel. Und da schneide ich mal ein bisschen größere Öffnung, dass es nicht so ganz dünn rauskommt. Okay, schauen wir mal, wie es wird. Also 5 Blätter, magische Blumen bedeutet für mich, ich mache mir hier 5 Kreise. Also so Spiralen. Es ist nicht so einfach, zumindest das so ein bisschen gleichmäßig zu machen. Oh oh, egal. Ich muss einfach versuchen, in meinem Fall, ich versuche 5 Kreise zu ziehen. Ja, die sind halt ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Egal, schauen wir mal, was rauskommt. Dann geht es hier weiter. Mal einmal in alle Formen reingeben, dass hier überall Material übrig, also dass überall Material drin ist. Und dann sehen wir weiter, wo wir noch das Weiß verbrauchen. Ich dachte, ich habe zu wenig, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder zu viel. Das ist immer so unberechenbar, wie viel man braucht. Okay, jetzt habe ich einmal überall durch. Ich denke, ich kann noch ein zweites Mal hier durchgehen. Das arbeitet sich ja immer Richtung Mitte. Das verändert sich dann noch sehr stark. Gehe ich mal davon aus. Ja, und ihr könnt dann dickere oder dünnere Linien machen, so wie es euch gefällt, was euch am liebsten ist. Arbeitet schon schön. Es geht schon so ein bisschen Richtung Mitte. So. Ich hoffe nur, dass es nicht so viele Blobs gibt. Ich habe ein bisschen mehr Weiß reingemischt. Ich wollte ein bisschen kräftigeres Weiß. Jetzt gehe ich hier außen ein bisschen herum. Unregelmäßigen Linien. Da noch. Ich habe immer noch so viel Weiß übrig. Aber das ist alles, kann ich wahrscheinlich nicht reingeben. Und mal vielleicht noch eine zweite Linie hier einfach. Genau, die geht ja dann über alles drüber, hoffe ich. Jetzt hier, ups, ein bisschen größer. Es ist immer von neuem so mega spannend, was draus wird, wie das aussieht, ob es was wird oder nicht.
Ja, aber macht Spaß auf jeden Fall. Okay, ich glaube, mehr darf ich nicht machen. In der Mitte habe ich Platz, könnte nachher eventuell noch was in die Mitte reingeben. Mal schauen. Jetzt warte ich erstmal hier außen die Linien. Vielleicht, na, ich weiß nicht, so richtig entschärfen oder soll ich einfach so lassen? Wird es ein bisschen entschärfen, sage ich mal. Einfach einmal kurz zickzack bisschen verteilen. Okay, letzte. Okay, und jetzt möchte ich mir meine fünf Blütenblätter quasi noch formen. Das heißt, ich gehe immer zwischen zwei Kringeln hier nach innen. Und dann wische ich mir meinen Stab oder meinen Silikonpinsel ab. Ich möchte hier einen sauberen anfangen. Das soll jetzt nicht mit Gelb anfangen, sondern einfach mit Weiß. Mit klarem, also quasi, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe. So. Und dann ein Kringel. Das soll es machen, was es will. Das ist mir jetzt egal. Ich finde, es sieht witzig aus. Bin mal gespannt, wie es sich noch entwickelt. Ja, genau. So meist ist es bei allen. Muss man nur ein bisschen anpeilen, wo es hier zwischen den Blütenblättern ist. Dann immer schön abwischen. Und da noch. Und dann in der Mitte einmal kringeln. Swirlen, umrühren. Hier muss ich auch anpeilen, wo ist meine Mitte? Beziehungsweise wo ist zwischen den zwei Blüten immer? Und dann in der Mitte einmal wirbeln. Das sieht ja schon irgendwie lustig aus. Ich bin mal wirklich gespannt, was das gibt, wenn es fertig wird. Und in der Mitte einmal wirbeln. So, das war es jetzt eigentlich im Prinzip. Ich finde, sie sehen witzig aus, sehen cool aus, mir gefallen sie. Ich gehe jetzt mal nur kurz mit dem Heißluftföhn drüber, um die Oberflächenbläschen zu entfernen. Und dann lasse ich es einfach stehen. Das war es dann im Prinzip, genau. Also gut, einmal noch föhnen. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Ihr seht, dass es da irgendwie alles so Richtung Mitte zieht. Wie es aber letztendlich aussieht, das ist immer sehr spannend. Ja, jetzt mehrere Schichten auch hier, weiß nicht, ob man das so gut sieht. Genau. Also gut, auf jeden Fall hat schon gearbeitet. Es ist noch am Arbeiten. Das geht vielleicht noch 5 bis 10 Minuten. Und dann wird das Mastercast einfach stehen bleiben. Und dann sehen wir uns in dem Fall zum Ausformen. Jetzt forme ich meine magischen Blumen aus. Bin mal mega gespannt, wie die rauskommen. Also, wir haben hier schön Richtung Mitte gearbeitet. Tada! Wow, cool!
Ja, genau so habe ich es mir erwünscht. Die nächste, ich denke mal, die werden alle von der Art her identisch sein. Minimal Blobs, das kann passieren. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Das kann man natürlich auch in mehreren Farben machen. Oh, die ist schön, ja, die Mitte ist gut. Ich habe das jetzt wirklich bewusst nur in einer Farbe gemacht. So, die letzte. Ups. Die ist irgendwie dicker. Ja, super. Gefällt mir mega gut. Ja, es hat sich mal wieder gelohnt. Gott sei Dank. Also, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Ausprobieren. Lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch, ein Abo, würde mich sehr freuen. Genau, und ja, ansonsten, wieso spiegelt denn das so? Das spiegelt? Moment. Ansonsten, bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Schöne Ostern wünsche ich euch, bleibt gesund. Bis dann, ciao.